bereite mich nicht groß auf Weihnachten vor. Weihnachten vorbereitet, alles schön fertig. Die letzten zwei Tage. Geschenke gibt's kaum noch. Geschenk muss ich auf jeden Fall noch holen, habe ich da gar nichts. Also ich brauche auch, wenn Sie Tipps haben für mich, ich kann jeden Tipp gebrauchen. Wie Sie sehen, sind auch wir mitten in der Vorbereitung und damit herzlich willkommen zu Leipzig probt den Heiligen Abend. Wir nehmen Sie heute mit hinter die Kulissen des Leipziger Weihnachtsfestes. Die Adventszeit ist bekannt für ihre Gemütlichkeit, Besinnlichkeit und Heimlichkeit, aber gerade in dieser Vorbereitungszeit herrscht Stress und Trubel. Trubel herrscht vor allem auf dem Weihnachtsmarkt. Als einer der größten und ältesten Deutschlands hat der Leipziger Weihnachtsmarkt viel zu bieten. Aber genau das bedarf großer Vorbereitung. Mehr als 250 Buden können Sie hier bestaunen. Doch diese müssen erst einmal aufgebaut und eingeräumt werden. Wenn das geschafft ist, wird alles noch auf Hochglanz gebracht und weihnachtlich dekoriert. So etwas dauert jedoch seine Zeit und verlangt viel Kreativität. Also wir sind jetzt schon seit knapp über einem Monat dabei, also im Oktober, Mitte September ungefähr fängt man damit an. Als Highlight müssen Sie unbedingt den größten Adventskalender der Welt bewundern. Auf 857 Quadratmetern sind die 24 Türchen verteilt und hinter jedem lauert ein anderes Geheimnis. Endlich steht auch das 38 Meter hohe Riesenrad, hier noch vor der TÜV-Abnahme. Vergessen Sie nicht den wunderschön geschmückten Weihnachtsbaum, der in voller Lichterpracht den Mittelpunkt des Marktes ziert. Ein Drittel des Angebots auf dem Weihnachtsmarkt besteht aus Back- und Süßwaren. Dankeschön, ist aber nett. Stollen, Lebkuchen und Schoko-Weihnachtsmänner. Wir haben mal geschaut, wie weit ist denn Leipzig mit der Produktion? Der Christstollen. Erst neben Plätzchen und Lebkuchen das Lieblingsgebäck der Sachsen. In der Feinbäckerei Renet gehört der klassische Stollen dazu. Hier werden schon frühzeitig die Vorbereitungen getroffen. Also die Weihnachtsvorbereitungen gehen bei uns im Oktober los. Wussten Sie, dass es deutschlandweit mehr als 15 Variationen des beliebten Gebäcks gibt? Zum Beispiel den Marzipanstollen, Nussstollen, Quarkstollen oder ganz exklusiv den Champagnerstollen. Nicht zu vergessen ist der Nougatstollen, eine Spezialität dieser Bäckerei in Leipzig. Man nehme einen Riesenklumpen Hefeteig mit all den Stollenzutaten, aber keine Rosinen, dafür Marzipan, Nougat und noch mehr Nougat. Eine Stunde in die Stollensauna und fertig. In der Bäckerei ist es allgemein so, Weihnachtszeit ist eigentlich die stressigste Zeit des Jahres. Und da steht man dann doch schon mal bis abends in der Backstube. Und knetet insgesamt 1,5 Tonnen Stollen für die Kundschaft. 1,5 Tonnen, so viel wie Ihr Auto wiegt. Und das alles mit Puderzucker. Doch bevor ich gleich aus allen Nähten platze, helfe ich lieber noch ein bisschen bei der Dekoration hinten mit. Sie können sich ja derzeit schon mal von der wundervollen Weihnachtswelt in Strocken bei Leipzig verzaubern lassen. Wozu nur Weihnachtsmärkte abgrasen? Wer für die Weihnachtsdekoration zu Hause noch das Passende sucht, wird in Strocken, ganz in der Nähe von Grimma, bestimmt fündig. Die wundervolle Weihnachtswelt ist die Adresse in Sachen Weihnachtsdekoration. Ein Laden, der nur 2 Monate im Jahr geöffnet hat. Und sonst? Die meisten Leute denken, ja, wir machen mal schnell los und haben einfach nur 7 Wochen und fragen sich, ach du je, was machen die restliche Zeit des Jahres? Aber eigentlich brauchen wir ein Dreivierteljahr, um das Ganze zu planen. Und die Planung beginnt tatsächlich schon im Dezember des Vorjahres. Überraschend ist oft die Herkunft des Weihnachtsschmucks. So ist kaum eines dieser Männchen aus dem Erzgebirge. Importiert oder weniger traditionell, passendes zum Fest der Liebe. Wem das Fernsehprogramm zu Weihnachten langweilig wird, der hat vielleicht Freude mit dieser Idee aus China. Die wenigsten Dinge, die wir hier im Sortiment haben oder im Angebot haben, kommen aus Deutschland. Die meisten sind einfach weltweit zusammengetragen und wir finden das auch schön. Ob kitschig oder schön, das entscheiden Sie bitte selbst. Auf jeden Fall sollten Sie sich beeilen, denn am 4. Advent schließt die wundervolle Weihnachtswelt für dieses Jahr.
Also am Heiligen Abend sind wir natürlich ganz privat und wir laufen jedes Jahr mit der Laterne nach Gallschütz in die Kirche und ich hoffe immer, dass meine Kinder beim Krippenspiel mitmachen. Wir drücken die Daumen, dass es klappt. Übrigens, wer nichts kaufen möchte, findet in Stroggen immer etwas zum Staunen und Spielen. Wem das an Dekoration noch nicht reicht oder wer noch ein Weihnachtsgeschenk ergattern will, der sollte doch mal ins Nikolaieck gehen. Das beschauliche Lädchen verkauft allerlei weihnachtliche Dinge und das Schöne daran, viele sind selbstgemacht. Ein besonderes Geschäft ist das Nikolaieck in Leipzig. Vieles von dem, was es hier zu kaufen gibt, wird von Menschen mit Behinderung hergestellt. Dies hat unser Interesse geweckt, aber wir waren nicht das erste Kamerateam, das in der Adventszeit den Laden filmt. Ich bin ein bisschen traurig, wenn man anfängt, in der Weihnachtszeit sich für Menschen zu interessieren, die eine Behinderung haben. Jetzt auf einmal haben sie Mitleid. Weihnachten kommt, wir haben alle viele Geschenke und dann tun wir uns auch mal an die erinnern, die im Rollstuhl sitzen. Das geht nicht. Die sitzen das ganze Jahr im Rollstuhl und da haben wir eine Pflicht, ja, damit wir mit den Menschen gemeinsam leben können. Und dieses gemeinsame Leben und Arbeiten, das ist wirklich ein sehr schönes Arbeiten. Auch in diesem Geschäft selber arbeiten Menschen mit Behinderung. Eine Stütze in der Buchhaltung ist Claudia Hildebrand. Also ich mache die ganzen Kalkulationen. Alles, was Sie hier sehen im Laden, ist mal durch meine Hand gegangen. So kommen die hergestellten Waren nicht nur aus der Leipziger Region, sondern aus ganz Deutschland. Zum Beispiel Holzspielzeug aus dem Münsterland. Wir haben viele, sagen wir mal, Lieferanten, wo eine Behindertenwerkstatt dahinter steht. Zum Beispiel hier, die machen diese schönen Fagus-Autos. Das sind Buche oder aus Buchenholz hergestellte Spielzeugautos auf einer sehr hochwertigen Basis. Also man sieht auch, dass die richtig detailgetreu hergestellt werden. Freude schenken geht das ganze Jahr mit außergewöhnlichen Dingen, die von besonderen Menschen hergestellt werden. Wem noch ein Geschenk fehlt, der findet hier sicherlich noch etwas und sorgt dafür, dass auch Menschen mit Behinderung ihr eigenes Geld verdienen. Sie finden den Laden direkt gegenüber der Nikolaikirche. Jedoch muss auch das schönste Geschenk hübsch verpackt sein und wie Sie sehen, kriege ich das hier nicht so richtig hin. Unser Reporter Björn hatte das gleiche Problem und er hat sich eine Expertin zur Hilfe gesucht. Na toll, auch in diesem Jahr bin ich wieder zum Weihnachtswichteln eingeladen. Wenigstens habe ich das Geschenk schon. Nur mit dem Verpacken ist das immer so eine Sache. Schauen wir mal, ob ich es doch hinbekomme. Ah, Mist! So richtig klappt es nun doch nicht. Bevor das in eine Katastrophe ausartet, hole ich mir Verstärkung von anderen Männern. Mal sehen, ob sie es besser hinkriegen als ich. Das kann ich aber denken. Naja, so richtig fachmännisch sieht das nun auch nicht aus. Man muss sich halt eingestehen, dass Dekoration und Feinmotorik nicht gerade zu seinen Stärken gehören. Wollen wir doch mal sehen, ob es die Frauen besser können. Ich habe mich auf die Suche gemacht und bin in der Parfümerie Katina fündig geworden. Hier arbeitet Frau Doreen Cornelius, Leipzigs beste Einpackerin. Also Geschenke verpacken ist unser Service, das tun wir ganzjährig. Und insbesondere die Kunden, die in anderen Geschäften was gekauft haben und dieses bei uns verpackt haben möchten, bieten wir natürlich an. Und die Kunden zahlen für dieses Paket 1 Euro für einen guten Zweck. Und zwar ist das die Elternhilfe Krebskranker Kinder e.V., die für die krebskranken Kinder die ganze Ausstattung organisieren, das Spielzeug und so weiter. Jetzt wollen wir doch mal sehen, ob sie für mein Geschenk auch noch Zeit hat. Also so die letzten 2 Tage vor Heiligabend und Heiligabend inbegriffen, ist natürlich hier die Hölle los. Da haben wir mit Einpacken zu tun, mit Kundenberatungen und insbesondere Heiligabend selbst sind überwiegend die Männer unterwegs, die natürlich auf dem letzten Pfiff noch das ein oder andere Geschenk organisieren. Und das geht dann bis zur letzten Stunde. Packen.
Das ging ja fix. Wir müssen es uns halt doch eingestehen, dass Frauen im Geschenke einpacken das stärkere Geschlecht sind. Egal, das Weihnachtswichteln ist auf jeden Fall gerettet. Die Wohnungen sind dekoriert, die Plätzchen gebacken und die Geschenke verpackt. Da sollte man mal nachsehen, wie es in den Kirchen läuft. Pfarrer Günther hat in seinem Gotteshaus noch einiges zu tun. Was da alles dazugehört, das hat er uns verraten. Advent. Das bedeutet nicht nur Plätzchen backen und Geschenke kaufen, sondern eigentlich ganz wörtlich Ankunft. Aber nicht nur im Geiste stimmt man sich auf den 24. Dezember ein. Es sind auch ganz praktische Vorbereitungen, die in der Gemeinde zu treffen sind. Der Pfarrer der Michaeliskirche hat in diesen Tagen alle Hände voll zu tun. Das ist Hochkonjunktur für kirchliches Leben. Da sind alle Mitarbeiter bis an den Rand voll ausgebucht und die einen bereiten die Krippenspiele vor, die andere die Musik für die Festtage. Macht nochmal, das ewige Licht heute scheint. Und los. Das ewige Licht scheint. Nochmal, nochmal, perfekt, nochmal und. Schon seit den Herbstferien probt der große Kinderchor der Michaelis-Friedenskirchgemeinde jede Woche sein Programm für das diesjährige Krippenspiel. Kantor Veit Stefan Buddich dirigiert dabei seine kleinen, großen Stimmen. Mit viel Engagement in die richtige Tonlage. Die Kinder freuen sich riesig auf ihre großen Auftritte in der Leipziger Michaelis- und Friedenskirche. Wer da eigentlich ankommen soll? Und worauf sich die Christen in der Weihnachtszeit vorbereiten, daran erinnert uns Pfarrer Dr. Ralf Günther. Also für uns gläubige Menschen heißt Heiligabend die Erinnerung daran, dass Jesus Christus geboren ist und damit Gott in diese Welt gekommen ist, als ein normaler Mensch, als ein kleines Kind. Und wir feiern, dass Gott auch heute noch hoffentlich zu Menschen kommt. Das Krippenspiel wird am Heiligen Abend mit der Christvesper um 15 Uhr in der Michaeliskirche und um 16 Uhr in der Friedenskirche aufgeführt. So, ich denke, hier sieht es doch relativ weihnachtlich aus. Ich persönlich bin auch schon auf Weihnachten eingestimmt. Aber eine Sache fehlt noch. Genau, Sie haben es gemerkt. Was wäre eine Weihnachtssendung ohne ein Weihnachtslied? Und wer könnte dies besser vortragen als der Leipziger Gewandhauschor? Deswegen würde ich sagen, wir lassen die Sendung nun mit einem weihnachtlichen Lied ausklingen. Ich verabschiede mich schon mal von Ihnen, sage Tschüss, danke fürs Zuschauen und frohe Weihnachten. Thank you.